Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Happy Wheels. Tag, Herr Nasenbär, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. So, und ich mache jetzt hier diesen Level von Fatze weiter, einen Zuschauer. Das ist ja mal ein leichter Level, oder? Ich schaff das noch. Ich brauche nur noch höchstens 200 Jahre. Sehr gut. Und jetzt hier drüber. Auch gut. So, auch das war gut gemacht. Jetzt, Achtung. Boah, knapp. So, jetzt wieder in aller Ruhe hier erstmal gucken. Wenn das blöde Kügelchen kommt, dann starten wir durch hier. Ah, Gott, Glück gehabt. Und jetzt hoch. Sehr schön, okay. Er blutet wieder ein bisschen, aber das ist vernachlässigbar. Da müssen wir drüber. Und da müssen wir halten. Stoppen. So, und jetzt wird es erst richtig haarig. So, fahr zu. Ich hab's doch... Hallo! Was ist das denn hier? Los, nochmal. Und hier drehen. Stopp! Nein! Gut, wir haben noch eine Chance. Wir könnten es noch schaffen. Wir müssen da hinten runterrollen wieder. Sehr gut. Stopp, anhalten. Okay, jetzt, okay. Und jetzt nochmal. Der tropft ja ganz schön hier aus dem Arm raus, was? Sehr gut. Stopp. Nicht so weit. Dann hier drüber. Über dieses scheiß Abgrund mit den Minen. Und jetzt ist wieder die Stelle. Komm. Ich komm da nicht mehr hoch. Ich werd verrückt. Das macht mich verrückt. Das macht mich völlig wahnsinnig hier. Aua. Na. Das ist doch alles nicht wahr hier. Stopp. So ist gut. Jetzt versuchen wir hier nochmal wieder drüber zu kommen. Los. Stopp. Da. Kack. Nicht so weit. Oh, scheiße. Aber ich lebe noch. Das ist ja immer an der Stelle das Wichtigste. Und jetzt können wir wieder neu justieren und da drüber fliegen. Hervorragend. So, und da drehen wir wieder. Super. Stehen bleiben. Okay, auch hingekriegt. Und jetzt versuchen wir es mal wieder abzupassen hier, den richtigen Moment. Hervorragend, super. Weiter. Ja, komm, hoch. Du schaffst es, alter Mann. Ja, okay. Da haben wir jetzt nochmal hier eine Mine, Minenfeld zu überstehen. Haben wir. Wir bleiben stehen und jetzt wieder mit Schwung da drüber und dann auf der anderen Seite anhalten und dann nicht mit der Axt dann auch noch in Berührung kommen. Das ist ja das Blöde. Ich bin noch am Leben, verflucht, aber ich bin drauf... Oh nein, ich bin drüber rausgeschleudert worden. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Das ist ja echt ein Albtraum hier. Ein Albtraum. Stopp! Gut. Jump, Baby! Bleib stehen! Ah, Mist. Okay, ich lebe noch. Das ist der wichtigste Satz hier in diesem Moment. Ich lebe noch. Stopp! Ja, passt. Drüber gerollt. Passt auch. Stehen bleiben. So, okay. Düse ausrichten. Jetzt ist mir dann das Bein hier im Weg. Oh, fuck, nein! Nein! Oh. Bitte. Ich sage auch nie wieder was Schlechtes über andere Zuschauer, die mir Levels bauen. Nie wieder. Okay, ich bin noch am Leben. Ich kann die Düsen ausrichten. Ich kann hier... Scheiße, fast hätte ich es geschafft. Nochmal mit ein bisschen anschubsen. Stopp. Genau, wunderbar. Hier drehen wir uns geschickt. Und dann rollen wir hier wieder runter. Wenn die Kugel im Ankommen ist. Und jetzt kommt sie gleich. Jawohl, sehr schön. Grau ist alle Theorie. Stopp, nicht so weit. Wir müssen ja noch über diese Kackdinger drüber. So, und jetzt wieder nicht so weit. Und jetzt hier über diese Harpunen-Heinis. Ich lebe immer noch, ja. Aber ich werde sowas von weggeschleudert. Warte mal.
Vielleicht komme ich da. Nee. Ach Mann. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ganz ehrlich. Ich lande ja immer wieder irgendwie ein bisschen auf den Minen und das ist ein bisschen nervenzerfetzend. Das war gut. Das ging gerade noch so. Okay. Und nochmal hier schön abrollen. Und stehen bleiben. Und die Kugel abwarten und dann mit Stoff. Ich werde echt wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig hier noch. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, komm, dein Bein. Was ist schon dein Bein wert? Gar nichts. Du kannst ja nicht mal laufen. Stopp. Stopp. Ah, zurück, zurück. Scheiße. Oh, das geht vielleicht gut. Ja, es geht gut. Gott sei Dank. So, aufpassen hier jetzt. Bein abgelegt noch schnell. Nicht mit dem Kopf aufdützen. Nein, nicht zurückfallen. Nochmal hoch, komm. Das gibt's doch nicht. Ich krieg keine Stabilität rein gerade. Jetzt. Ja, jetzt habe ich diesen Pfeil abgelegt. Jetzt schaffe ich es vielleicht. Komm. Komm, gib Stoff. Diese scheiß Ventilatoren da. Die sind mir noch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Jetzt aber, komm. Scheiße. Jetzt aber, komm hoch. Nicht so weit. Stopp. Anhalten. Oh. Okay, stopp, stopp, stopp. Schön langsam. Erstmal hier drüber, ganz vorsichtig, wie immer. Stopp. Anhalten. Auch gut, wunderbar. So, und jetzt muss ich da wieder drüber. Mit Schmackes. Das ist doch zum Kotzen. Seht ihr das jedes Mal? Seht ihr das? Seht ihr das? Jedes Mal komme ich da dann nicht hin, weil ich irgendwie so halb in die Luft gesprengt werde. Ich bringe den Kerl um, der diesen Level gebaut hat. Ich bringe ihn um! Und zwar verdammt langsam bringe ich ihn um. Nein! Mann! Stopp! Stopp! Und hoch! Ging gerade noch mal so gut, ja? Und da konnte ich wieder nicht richtig reinrollen. Und wenn ich dann dort oben bin, gehe ich jedes Mal wieder hops. So, jetzt. Das war nicht so ganz gut. Ich muss das nochmal ausrichten. So, jetzt da drüber. Uah, uah. Das war zu weit. Oder? Nein, geht gerade noch. Geht gerade noch. Geht gerade noch. Drüber. Ja, stopp. Scheiße. Volle Schwungen. Ja, komm. Ja, nein. Oh, fahr, 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 fahr. Oh, Gott sei Dank. So. Ach, Kacke. Ich komme schon wieder nicht rauf. Es ist doch zum Kotzen. Jetzt aber, komm. Warum fällt der immer um? Ich kann ihn gerade überhaupt nicht kontrollieren. Da ist wieder ein Pfeil irgendwie in der Speiche oder was? Komm hoch! Das gibt's nicht, ey. Was soll ich jetzt machen? Ja, super. Gerade noch. Nein! Nein! Fahr! Och, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht die Möglichkeit hier, oder? Ich darf ja auch nicht zu schnell da hochgehen, weil sonst knall ich wieder voll an die Decke. Und das wäre fatal. Stopp. Ja, jetzt habe ich's, oder? Puh, meine Nerven, meine Nerven, meine Nerven. Okay, wir fliegen lieber gleich weiter. Scheiße, ich hab's wieder nicht hingekriegt. Ich glaube, ich lasse den jetzt vielleicht dann von der Mone fertig spielen. Von meiner Frau. Ich kann gleich nicht mehr. Ich bin so völlig ballerballer mittlerweile. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. So. Nochmal neu. So drüber. Oh weh, zu weit. Ah, ich bleib hängen. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Da war irgendwie eine Wand, die mich gestoppt hat. Eine unsichtbare. Stopp! Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Drehen. Ja, ja. Nein. Stopp. Nochmal drehen. Richtig ausrichten, sonst wird das wieder nichts.
Und dann mit bisschen Schwung. Ja, super. Stopp. Und die wieder drehen, die Düse. Okay, landen, landen, landen. Zack, sehr gut. Hier müssen wir wieder irgendwie drüber rollen. Sehr schön. Stopp. Ah, Gott sei Dank. Ging gerade nochmal so. So, Düse ist eigentlich ganz okay. Ja! Und Stoff. Nach oben, komm. Sehr schön. Genau das richtige Tempo. Gut, hier ist wieder eine kleine Falle her. Hinter dieser tollen, fast geschafft Schriftzug-Kackding. Nein! Tolle Wurst. Wirklich wahr. Ganz tolle Wurst. Stopp, stopp, stopp. Drehen. So, nochmal mit Anlauf, würde ich sagen, ja. Wunderbar. Hier wieder drehen. Bisschen wieder mit Anlauf. Gut geschafft. Sehr gut. Stoppen. Im richtigen Moment runterfahren. Nein! Das war zu spät. Das war zu spät. So. Nochmal. Was soll ich auch sonst sagen, ja? So, wunderbar. Das klappt ja mittlerweile super. Nicht so, nein, nein. Bisschen Anlauf brauchen wir schon. Fliegen wir hier hin. Und dann fliegen wir da dagegen. Und dann sind wir tot, ne? Nee, wir haben es noch geschafft, wir haben es noch geschafft. Oh, Gott sei Dank. Runter. Stopp. So, da haben wir wieder das blöde Teil. Das immer so auf und ab geht, ne? Das, so ist das schon perfekt, ja? Besser geht's gar nicht. Komm, das schaffen wir noch. Komm, 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 komm. Jawohl. So, dann haben wir hier noch diese Falle. Da habe ich das letzte Mal reingedödelt, glaube ich. Stopp, 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 stopp. Und jetzt muss ich hier mit Schwung drüber und ich weiß nicht, wie ich es machen soll da hinten. Ich weiß es nicht. Ich muss eine Punktlandung hinlegen. Und das ist eben das Schwierige. Ich bin wieder da. Ich muss mich nur mal gerade kurz erholen und kurz abfeiern, nachdem ich den Level von Fatze endlich mit einer glorreichen Meisterleistung geschafft habe, nach höchstens 7298 Versuchen. Und jetzt habe ich nur noch einen einzigen Zuschauerlevel übrig, das ist der hier. Haralds Ball Throw. Ball Throw. Ball Throw. Harald Ball Throw. Ja, und den spielen wir jetzt noch. Falls ich irgendeinen von euch übersehen habe, dann schickt mir nochmal den Namen vom Level und euren Autorennamen. Und auch wenn ihr neue Levels gemacht habt, natürlich so. Und den mache ich jetzt noch zum Abschluss, auch wenn ich Ballwerf-Level absolute hasse wie die Pest. Ich nehme wieder meinen Opa. Na toll. Super. Das fängt ja klasse an. So, also, jetzt sitzen wir in Position. Jetzt müssen wir hier den Ball uns schnappen, ja. Und dann müssen wir den Ball werfen. Ja, so nicht. Also so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, nicht. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie es nicht geht. So, jetzt! Ja, seht ihr was? Ich werfe wie ein Mädchen und das auch im wirklichen Leben. Wie soll ich denn das schaffen? So weit komme ich doch nie. Dann muss ich wieder neu starten, weil der Opa nach unten fällt. Hopp! Oh, nee! Jetzt bin ich auch noch tot, oder was? Na gut, das ist zumindest ein bisschen witzig. Ja, aber wie gesagt, nach so einem Level wie von Fatze, so einem ausgefeilten, brutal schweren Level, ist das ja natürlich killefick. Und ehrlich gesagt habe ich auch gerade keinen Bock mehr und keine Motivation mehr. Oh, oh, oh. Okay, ich habe es gerade nochmal überstanden, also den Minenangriff zumindest. Ja, das ist wie in Wirklichkeit, ich sag's euch, genauso werfe ich in Wirklichkeit auch. Deswegen war ich auch mit dem Handball so scheiße. Basketball ging einigermaßen, weil da konnte man locker flockig meistens nach oben werfen. Aber Handball, ne. Ein Versuch nochmal hier, los! Das ist doch zum Kotzen, ey. Für heute ist Feierabend. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann lasst mir bitte ein Like da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mit neuen Zuschauerlevels vielleicht, hoffe ich, denke ich. Könnte sein. Den blöden Level, den werde ich dann beim nächsten Mal nochmal probieren. In aller Ruhe. Ciao, ciao.